Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, vielleicht auch einem größeren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar gibt es aktuell auf Steam kostenlos zu spielen Forza Horizon 5. Vielleicht ist das ja mal was zum Kaufen. Ich muss da mal sehen. Erstmal muss ich ganz kurz hier rein. Ich hatte nämlich eben, ich habe das zwar eigentlich so weit eingestellt, aber... bam, 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 bam. Aber, genau, und zwar raufschalten und runterschalten. Ich hatte das auf meinen Shifter gelegt, aber ich kann das ja auch... Nee, warte mal. Das wäre, wo ist denn raufschalten überhaupt? Ah ja, und hochschalten hier, richtig? Rauf, runter. Könnte man so machen. Oder eben auch, warte mal. Hier rauf. Warum die nicht direkt hintereinander liegen, weiß ich nicht. So. Speichern wir das Ganze. Mal gespannt. Ich hatte mir das mal auf die Wunschliste gelegt. Und... Alles andere haben wir im Grunde genommen schon. Und wollen mal gucken, was passiert, wie das hier so funktioniert. So, jetzt brauchen wir ein bisschen zum Laden. Eigentlich ist das Ding tatsächlich für Xbox. Ach so, guck mal, jetzt gibt er das Lenkrad an. Eben hat er einen Controller angezeigt, aber ich will ja gar keinen Controller. So, Kamera wechseln, Handbremse. Aha, habe ich da hingelegt. Naja, gut, okay. Ist mal egal, brauche ich nicht. Keine Ahnung, was hierbei rauskommt, ob ich das jetzt richtig eingestellt habe und so weiter und so fort. Wir schauen einfach mal. Weil nämlich gespannt, ob es Probleme gibt mit der Musik, dass YouTube sagt, oh, nur bedingt monetarisierbar, beziehungsweise gar nicht, oder Microsoft kriegt den ganzen. Der wirklich schönste Ort der Welt. Ah, es sieht doch schön aus, oder? Was eine Gegend. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Was ich cool finde. Erfahren wahre Freiheit. Wenn das nicht sowieso alles Grafik ist, ich kann es nicht beurteilen. Jo. Wenn das nicht sowieso alles Grafik ist, wie schön reale Bilder mit den grafischen zusammengebastelt sind. Das fand ich jetzt im Video zum Beispiel, war das sehr gut zu sehen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt schmeißen die, ist das mein Auto? Und das schmeißen die jetzt einfach raus, oder? Okay. Ja, kann man machen. Und tschüss. Aufgeheizte Stimmung. La Gran Caldera, Vulkan, ja super. Ja, und beinahe hätte es die Bergkuppe erwischt. Warum nicht fährt die Gurke überhaupt? Ja, toll. Und nu? Drücken Sie. Nee, ich will wenig zum. Ah, okay, das geht. Aber ich habe. Ah, okay, Force Feedback gibt's auch. Warum muss ich von außen fahren? Achso. Ups. Welche Taste soll... Alter Schwede. Du hast so gut wie keinen Lenkwiderstand hier. Das ist nicht so ohne. Folgt dem Auto! Vertrau mir! Schrei mich doch nicht so an. Ich fahre ja schon hinterher. Ja, super. Alter, jetzt hatte ich aber gerade einen Adrenalin... Oh ja, das ist fein. Adrenalinschub. Junge, Junge. Ich würde mir ein bisschen mehr Lenkwiderstand wünschen.
Das ist so ein bisschen. Außerdem fährt der gerade dahin, wo er hin will und nicht, wo er hin soll. Alter, kannst du vielleicht mal. Junge, Junge, Junge. Oi. Du hast überhaupt. Oi. Ja, der hat auf mich gewartet. Du guck dir das an. Ja, ich weiß nicht. Mal eben den Zaun abgeräumt hier. Also Lenkung ist eigentlich irgendwie gar nicht vorhanden oder so. Es ist ein bisschen schwierig. Was jetzt? Habe ich jetzt ein neues Auto? Fährt sich der besser? Lieferzone rückt näher! Schöner Tag für eine Fahrt! Ja, und jetzt hat's kurz gehangen. Aber grafisch ist das schon sehr cool, ne? Oi, oi, oi. Also der ist straffer, was die Lenkung angeht, auf jeden Fall. Ah, die Lenkung, meine Güte, ist die gewöhnungsbedürftig. Wenn man das so vom Eurotruck-Simulator her und so kennt, ist das schon eine andere Hausnummer. Aber besser als dieses Formel 1 Spiel, das muss ich jetzt mal. Okay. Es gibt keinen Weg außenrum. Wir müssen mitten durch. Wow. Also die Lenkung ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Oi, 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 oi. Ja, was für ein Dreck. Bin schon fertig? Bin ich Erster, Zweiter, Dritter oder wie? Krieg ich jetzt noch ein neues Auto? Ist jetzt zum Eingewöhnen oder was? Okay. Das könnte etwas holprig werden. Ja, ist toll, mitten in die Bäume. Super. Okay. Touchdown! Nicht ein Kratzer! Ja. Der Dschungel wartet! Mal gucken, wie der fährt. Also der hat tatsächlich noch mal eine straffere Lenkung. Schwimmt aber genauso. Meine Fresse. Ich glaube, ich bin zu zaghaft.
Ich muss mal schauen. Also könnte eventuell ganz interessant sein, weil grafisch ist es ganz, ganz cool. Ich denke mal, an die Lenkung wird man sich unter Umständen gewöhnen. Ich habe jetzt nicht das Einfachste genommen, sondern so Mittelklasse, ne? Ich drehe nochmal um und lotse dich über die Brücke. Welche Brücke? Es blendet wie Sau hier. Oh. Warum muss ich mit meinem Porsche hier durch und der hat da so ein. So ein Dings-Buggy. Du wirst deine Augen nicht trauen, wenn du das siehst. Fahr weiter! Ich würde den gern von der Straße kicken. Aber so wird das nix. Junge, Junge! Bin ich schon angekommen. Was jetzt? Highway zum Horizon. Okay, das nächste. Nächstes Auto. Welchen kriege ich jetzt denn? Ui. Das ist die letzte Lieferung. Ja. Das ganze Festival wartet. Los, los, los! Es hängt teilweise ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen. So im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Der liegt straff. Frage ist, wie der sich. Frage ist, wie der sich auf der Straße hält. Genau. Ich. Also der liegt echt am straffsten. Wenn ihr zum Horizon Mexico hier seid, dann haben wir etwas für euch. Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon gefasst. Der liegt echt am besten auf der Straße, das muss man jetzt mal so sagen. Man fährt zwar etwas angespannt, aber... Wow. Ach, hast du richtig schwitzige Finger hier, ey. Unglaublich. Schön auf der Straße bleiben. Schnallt euch an, Horizon. Ich habe diesen Fahrer schon einmal gesehen. Das war mal ein gekonnter Auftritt. Wow. Die Karre ist cool. AMG, was willst du machen, ne? Mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit ja. Unseren Superstar Nummer Uno beim Horizon Mexico willkommen. Ja, dankeschön. Willkommen in Mexiko. Sollst du mir irgendwelche Nachrichten da reinschmeißen, okay? Der AMG ist schon cool, auf jeden Fall. So, pass auf, wer bin ich denn? Jetzt muss ich mich mal... Pass auf, wollen wir weiblich an den Start gehen, ey? Ja, genau, mal hier, komm, mal aufräumen, wa? Frisur. Noch eins der besten in der Geschichte des Festivals. Wartet nur ab!
Oh ja, oh, nee. Pass auf. Wir nehmen sowas hier, Haarfarbe. Es wird heiß. Vielleicht sind Sie da und Ah, stellen nee, Sie warte vor. mal, Frisur. Ich wollte eine andere Frisur. Die ist mir zu lockig. Hier, sowas. Haarfarbe. Hallo? Gib mir doch die Frisur. Es wird heiß. Genau, so. Prothesen? Warum Prothesen? Okay. Ja, warum nicht? Das ist nur eine Beinprothese, gell? Diese Superstars wissen, wie sie einen Auftritt hinlegen. Will eigentlich gar keine. Oder? Nee. Verstärkung. Was ist das? Aha. Hörgeräte, okay. Warum? Identität. Weiblich. Divers, genau. Nee, komm. Tja, da musste ich doch glatt ein wenig warten. Scotty hatte sein Intro genau getimt. Kann man da reinhören? Jederzeit kann ich ändern. Jawohl, okay. Gut. Wollen wir mal hier eine Lanze für die weibliche Fraktion brechen? Aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich mal gucken, wie lange ich das hier noch so spielen kann. Ja. Nee. Thorsten wäre nicht weiblich. Das müssen wir mal ändern, glaube ich. In den Spielernamen. Kann man den ändern? Weiß das irgendjemand? Und ich bin echt am Überlegen. Vielleicht fährt man hier mal so eine Tour und guckt mal, wie man damit zur Rande kommt. Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Spektakulär? Ja, Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Cerros, ja, nee, da muss ich noch mal nachgucken. Wir lassen jetzt erstmal kurz das Video noch durchlaufen. Übrigens, muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nichts, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Schön. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Festivallogistik. Da bleibt nur... Primita! Ben! Hey, pass gefälligst auf. Nur Frauen da. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a ser rebanda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Ja, schön. Und nu? Mira, que chulada. Was für eine Sammlung. Du hast wirklich Geschmack. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Den AMG. Der läuft. Oh. Okay. Wo ist mein AMG? A90 Supra, der jüngste Nachfolger eines überaus legendären Autos. Gute Wahl, besonders wenn du gern quer fährst. Nein, ich fahre gerne geradeaus und um Kurven. Okay. Wie dem auch sei, ich versuche jetzt mal aus der Nummer rauszukommen. Genau. Und dass wir beim nächsten Mal hier weitermachen können. Im Moment weiß ich echt nicht, wie wir hier wieder ins Hauptmenü kommen. Es kann ja nicht sein, dass wir jedes Mal wieder neu anfangen müssen. Das muss ja irgendwie gehen. Das werde ich versuchen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen,
freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es ein nächstes Mal gibt, weil ich kann das hier nur noch 2 oder 3 Tage spielen. Machen wir eine Spritzung mit dem Supra. Dann ist hier Schicht im Schacht. Super. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Und dann muss ich mir angucken. Genau, wie das hier weitergeht. In diesem Sinne, liebe Leute, bedanke ich mich beim Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, hatte ich schon gesagt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.